Mr. Snow. Nach allem, was Sie draußen in der Welt gesehen haben. Was ist der Sinn und Zweck der Hungerspiele? Die Hungerspiele dienen zur Bestrafung der Distrikte. Diese Tribute haben keine Wahl. Ihre Aufgabe ist es, aus diesen Kindern Sensationen zu machen. Keine Überlebenden. Wir sind live. Immer lächeln. Dafür haben wir Zähne. Stell dir vor, es wäre dein Name gezogen worden. Ich würde wissen wollen, dass ich irgendwem wichtig bin. Dass ich noch wertvoll bin. Willkommen im Kapitol. Du solltest nicht hier sein, wie es scheint. Sollte ich auch nichts. Aber ich bin dein Mentor. Ein Rebell? Ich werde dich hier rausbringen. Sie wollen Menschen beschützen. Dann müssen sie akzeptieren, was die Menschen sind. Und was es braucht, sie zu beherrschen. Jetzt lassen Sie mal den berühmten Snowschen Schach spielen. Ich glaube, du bist ein guter Mensch, Carrie Elena Snow. Ich habe gesehen, was der Krieg aus Menschen macht. Die Panik davor, zur Beute zu werden. Sehen Sie, wie schnell sie Raubtiere aus uns macht. Meine Feinde sollen sehen, wie ein Regenbogen der Vernichtung die Welt verschlingt. Ihr seid Monster! Alle miteinander! Viel Glück mit diesem armen kleinen Singvogel. Wo ist sie? Das ist ein Geheimnis. Und Geheimnisse bringen uns Menschen oftmals um den Verstand. Mr. Snow, ich frage Sie ein allerletztes Mal. Was ist der Sinn und Zweck der Hungerspiele? Es sind die Dinge, die uns am allermeisten bedeuten, die uns zerstören.